Bluebyte hat sein Wort gehalten. Eine weitere Ausgabe des TTS Insight ist da. Was den Inhalt angeht, ist das aber leider kein Grund zum Feiern. Dieses Mal geht es um Werkzeuge und erneut zeigt sich, wie verblendet man bei Bluebyte zu sein scheint. Aber fangen wir vorne an. Bluebyte fängt direkt damit an, wie es ja in den früheren Spielen verschiedene Werkzeuge wie Hämmer, Sensen und Spitzhacken gab und dass man dieses Gefühl wieder einfangen wollte. Weshalb man sich entschieden hat, alle Werkzeuge zu einem Universalwerkzeugkasten zusammenzufassen. Hier wollte man dem Spieler Detailarbeit abnehmen und intensive Vorplanung überflüssig machen. Ein weiteres Hindernis sah man darin, dass überzählige Werkzeuge für den Spieler nutzlos sein können, da sie eben zweckgebunden sind. Der Spieler würde also für gründliche Vorbereitung bestraft. Und hier fällt der Blogpost bereits auseinander. Erstens, wenn der Spieler sich gründlich vorbereitet hat, können wir davon ausgehen, dass er kein Werkzeug produziert, das er nicht auch irgendwie verwendet bekommt. Zweitens, hier wird ein Problem erfunden, das es in den Spielen, die genau diese Werkzeugvielfalt haben, nicht gibt. Ich habe jedenfalls noch nicht erlebt, dass jemand in S3 oder S4 10 Sensen produziert und dann gemerkt hat, dass er gar keine 10 Getreidefarmen gebaut kriegt. Von so Fällen, wo man Sense und Spitzhacke vertauscht, mal abgesehen, und selbst das wäre ein Edge-Case. Die Werkzeugschmiede in S3 und S4 arbeitet bewusst nicht automatisch, sondern produziert nur exakt die Dinge, die der Spieler einstellt. Wobei hier durchaus Raum für eine Vereinfachung gewesen wäre, nämlich dass die Werkzeugschmiede automatisch versucht, Werkzeuge nachzuproduzieren, die fehlen. Das wäre immer noch suboptimal im Vergleich zu proaktiver Produktion, würde aber das von Bluebyte genannte Frustbeispiel, dass ein gebautes Gebäude nicht funktionieren könnte, weil das passende Werkzeug fehlt, verhindern, zumindest sofern bereits eine Werkzeugschmiede gebaut wurde. Aber nein, die Werkzeugproduktion war in den alten Versionen, wo Arbeiter noch Werkzeuge brauchten, zu wichtig. Den Bros bei Bluebyte ist wohl nicht klar, dass die Werkzeugschmiede in allen S3 und S4 Spielmodi gebaut wird, sobald die Grundproduktion steht. Auf LG, weil man komplett ohne Werkzeuge zur Nahrungsproduktion startet, und auf HG, weil man mit etwas Eisenerz startet und sich dann schon überlegen kann, wie größenwahnsinnig man in dieser Runde seine Wirtschaft aufbauen will. Aber das ist Bluebyte offenbar nicht genug strategische Freiheit. Stattdessen erzählt man uns, dass selbst 45 Werkzeuge zum Starten nicht reichten, wenn alle Arbeiter Werkzeuge brauchten, und dass das Wirtschaftswachstum nach deren Verbrauch komplett abbrauchte. Das liest sich eher wie meine Versuche als Grundschüler Anno 1602 zu spielen, als ich nicht kapiert habe, dass man da Werkzeuge am Anfang durch Handel erwerben muss und erst später selbst produzieren kann. Noch so ein Kritikpunkt aus der Beta war, dass der Verlust von Ingenieuren in den frühen Phasen des Spiels spielentscheidend war, weil es sehr lange dauerte, bis man sich davon erholen konnte, wenn das überhaupt noch möglich war. Passiert halt, wenn man Planierer, Bauarbeiter, Geologen und Pioniere in eine Einheit kombiniert und dabei nicht beachtet, dass zwei dieser Siedlertypen aus gutem Grund von den Regeln der Siedlerkriegsführung geschützt wurden, während die anderen zwei freiwillig waren. Aber keine Sorge, Bluebyte hat die Lösung. Denen ist nämlich aufgefallen, dass viele Partien mit großem Überschuss an Baumaterial endeten. Das könnte daran liegen, dass es kaum Gebäude zum Bauen gab und die Hälfte von denen, die es gibt, optional ist und es noch dazu ein sehr niedriges Siedlerlimit gibt, aber das ist nur meine Theorie. Also kann man jetzt aus Holz und Stein bereits Werkzeuge machen. Das ist kein Witz. Lasst mich euch kurz zu meinem Siedler 5 Entwurf entführen. Geschichtsfans wissen vielleicht, dass die echten Mayas nie gelernt haben, Eisen zu verarbeiten, weil sie schlicht keins hatten. Auf dem Discord hatten wir Ideen ausgearbeitet, wie man das in Siedler respektieren könnte, und das vorläufige Ergebnis ist, dass die Mayas nicht mit Eisenverarbeitung starten, sondern diese erst erforschen müssten. Dafür könnten die Mayas aber Obsidian für Waffen, darunter eine eigene Schwertvariante und manche Werkzeuge verwenden. Speere könnten als Angelersatz herhalten, sodass zumindest die Küstenfischer stattdessen Speer fischen. Und für Dinge wie Hämmer hätte es auch Sinn gemacht, dass diese im Zweifel aus Holz und Stein gemacht werden können. Aber zu solchen Ergebnissen kommt man eben nur, wenn man länger als 5 Minuten ein richtiges Siedler gespielt hat, ohne wegen Überforderung aufzugeben. Stattdessen sieht Bluebyte, dass die Spieler zu viel Baumaterial haben und merkt nicht, woran das eigentlich liegt. In S4 werden teilweise Siedlungen mit über 10 Sägewerken gebaut. Das kriegt man aber auch alles verbraucht, weil die Karten im Gegensatz zu Siedler 2022 nicht winzig sind und man gerne mal mittlere zweistellige Anzahl an Minen baut, die auch eine entsprechende Infrastruktur für ihre Versorgung sowie für die Verarbeitung ihrer Produkte verlangen. Und jetzt an Bluebyte. Ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch. Aber wenn der nächste Devblock wieder so viel ausgemachten Bullshit enthält, werde ich ungemütlich. Ihr wollt nicht, dass ich ungemütlich werde. Und wenn es etwas gibt, was die Welt nicht braucht, dann Devblocks, wo ihr uns dann schön erzählt, was ihr alles nicht ändern wollt, weil die Entscheidungen alle schon längst getroffen sind. Wenn das der Fall ist, dann stampft das Spiel entweder endlich ein oder habt die Eier, es zu veröffentlichen. Wenn es so weitergeht,
waren das die letzten netten Worte von mir.